So, herzlich willkommen zum letzten Teil heute und zwar zu den Grundlagen der sogenannten Buchungslisten. Ein absoluter Hauptpunkt. Wenn man das mit den Buchungslisten einmal verstanden hat, dann werden Sie sehen, ist das Ganze absolut einfach, dann ist dieses System absolut durchgängig. Was Frage, sind... könnten Sie den Bildschirm freischalten? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Gottes Willen, nicht schon wieder. Ich dachte schon, es liegt an mir. Nein, es liegt an mir wie immer. Jetzt ist er da. Okay, also. Diese Buchungslisten, wie gesagt, ist ein zentraler Punkt. Die Buchungslisten kommen immer dann ins Spiel, wenn ich eine Sammellastschrift erzeuge. Wir haben heute und gestern schon viele Sammellastschriften erzeugt, und zwar immer in den Massenbuchungen. Also es gibt also eben, wie gesagt, drei verschiedene Möglichkeiten, sogenannte Sammellastschriften zu erzeugen. Einmal die Beiträge, also der Beitragseinzug, die freie Mitgliederwahl und die Mitgliedergruppen. Hier erzeugt man Sammellastschriften. Und die Sammellastschriften werden zur Bank gesandt. Das Wort Sammellastschrift ist in diesem Fall aber vielleicht nicht ganz wichtig, denn bei einem Beitragslauf beispielsweise, wenn ich überhaupt keine Kontonummern von meinen Mitgliedern habe, weil ich die immer per Rechnung zahlen lasse, dann wird eben auch ein Beitragslauf gemacht, es wird auch eine Buchungsliste erzeugt, aber die Buchungsliste besteht eben dann aus Überweisern und Barzahlern und nicht aus dem Lastschriftenteil. Das heißt, sobald ich eigentlich eine Massenbuchung mache, wird eine Buchungsliste erstellt. Das Ergebnis der Buchungslisten können wir uns immer anschauen, auch wenn die abgeschlossen sind, aber zu dem kommen wir später, unter Buchungen, Buchungslisten. Hier landen die dann. Und wenn ich mir eben so eine Buchungsliste mal anschaue, dann sehe ich in der Buchungsliste, dass eben, ja, die zum Beispiel besteht aus insgesamt 194 Positionen. Davon sind 190 Lastschriften und vier bestehen oder vier Buchungen werden durch eine Überweisung beglichen. Das ist immer das Erste und Wichtigste, dass ich weiß, okay, alle Buchungslisten bleiben grundsätzlich erhalten, egal ob die noch unbearbeitet sind, gerade in Arbeit sind oder vielleicht sogar schon abgeschlossen werden. Das ist vor allen Dingen für die wichtig, die eventuell ein Jahr später merken, Mensch, ich brauche noch einen Beleg für meinen Beitragseinzug letztes Jahr. Die würden also hergehen, würden dann die abgeschlossene Buchungsliste öffnen und klicken dann hier unten, also hier sieht man dann nochmal genau, also ich wollte damals 233 Buchungen für 6.730 Euro, habe das auch erhalten und die Überweiser haben es auch alle bezahlt. Wenn ich das Ganze jetzt drucken will, damit ich eben einen Beleg fürs Finanzamt habe, klicke ich unten auf Drucken. Normalerweise speichere ich den Druck in der Dokumentenverwaltung und drucke das gleich aus. Ich will das jetzt aber am Bildschirm zeigen, daher klicke ich wie immer auf Nein und wähle dann eben hier aus Vorschau jetzt in meinem Fall. Und so sieht dann diese fertige Buchungsliste ausgedruckt aus. Sie sehen, das Ganze beginnt mit Barzahlung, haben wir erhalten 70 Euro und dann eben der Lastschriftenanteil. Und das sind dann eben diese ganzen Seiten, die eben dann diesen Gesamtbetrag von 6.730 Euro ergeben. Das reicht vollkommen als Beleg fürs Finanzamt. Hier steht alles drin, wer hat wie viel bezahlt, für wen, warum. So, ich glaube, ist das ganz einfach, oder? Das Drucken von so Buchungslisten. Genau. Viel interessanter wird das Ganze, wenn ich auf Basis einer Buchungsliste, und das ist auch die eingängigste Methode eben, Massenrechnungen zu erzeugen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und mir eine Buchungsliste öffne und jetzt vielleicht für den Lastschriftenteil keine, aber vielleicht sogar, aber vielleicht für den Überweisungsteil eben mir die entsprechenden Rechnungen ausdrucken will. Um Rechnungen drucken zu können, brauche ich eine Rechnungsvorlage. Die wird erstellt unter Kommunikation Vorlagen. Ganz eine separate Schulung. Weil da kommen ja nicht nur Rechnungsvorlagen dran, sondern auch Serienbriefe, Mitgliederbriefe, Listen, Mitgliederlisten und so weiter. Und ich brauche einen sogenannten Rechnungsnummernkreis. Ebenfalls spezielles Seminar finde ich unter Verwaltung Optionen, Buchungen, Entschuldigung, Finanzdaten, Nummernkreise. Also hier kann ich dann später mal die Rechnungskreise einstellen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass beides schon eingestellt ist. Das heißt, also ich öffne jetzt meine Buchungsliste und klicke jetzt unten an Rechnungen erstellen. Jetzt werde ich gefragt, welche Rechnungen ich erstellen will, also für welche Zahlart. Ich klicke an, ich will die Rechnungen für alle, die per Überweisung zahlen. Und
nimm den Haken jetzt in meinem Fall raus, Rechnungen sofort auf Standarddrucker drucken, denn sonst würde es in meinem Nachbarbüro sofort der Drucker anspringen. Klick jetzt einmal auf Übernehmen und jetzt fragt er mich, welche Rechnungsvorlage ich verwenden will. Wenn Sie im Verein nur eine Rechnungsvorlage haben, werden Sie diesen Punkt hier nicht gefragt, ist ganz klar, weil dann nimmt er natürlich die einzig vorhandene Vorlage. In meinem Fall habe ich aber zwei verschiedene Vorlagen, einmal für Rechnung und für Gutschrift, und ich verwende also jetzt die Artikel Rechnung. Das ist ein Schmarrn, weil normal sollte es Beitragsrechnung heißen, ist aber in einem Testverein ganz normal, dass es also zu leichten Unstimmigkeiten kommt. Klicke auf Übernehmen. Jetzt fragt er mich noch, weil ich natürlich zu Testzwecken auch noch mehrere Nummernkreise habe, welchen Nummernkreis ich verwenden will. Klick wieder auf Übernehmen. Und jetzt beginnt NetXP Verein mir die Rechnungen zu erstellen. Die Rechnungserstellung ist abgeschlossen. Ich finde die Rechnungen nun unter dem Hauptmenü Kommunikation, Untermenü Dokumente. Also hier finde ich diese von mir soeben erstellten Rechnungen. Wenn ich einen Doppelklick mache, wird dann die entsprechende Rechnung eben angezeigt. Kann dann ausgedrückt oder eben auch per Mail versendet werden. Auch über diese Rechnungen gibt es also auch noch drei spezielle Seminare. Die beginnen dann nächste Woche. Einfach, Frau Herbert, einfach, oder? Bis jetzt? Hört mich nicht? Macht nichts. So, also wie gesagt, das ist dieser Teil hier. So erzeuge ich ganz einfach, ganz schnell Rechnungen. Was passiert beim Ausführen so einer Massenbuchung noch? Und das ist eben das, was viele, viele NetXP-Vereinnutzer, was man verstehen muss. Denn bei diesem Erstellen einer Buchungsliste wird eine sogenannte Sollstellung erzeugt. NetXP-Verein ist eine Software mit anhängender Datenbank, der muss man Sachen, also man muss das in der Datenbank speichern. Und zwar muss der speichern, wie viel er von welchem Mitglied Geld erwartet. Also welcher Betrag an Geld wird von welchem Mitglied erwartet. Und diese Erwartung, das nennt man eben eine Sollstellung. Und diese Sollstellungen finden wir unter dem Punkt Buchungen, Buchungskontrolle im Register offene Forderungen. Also hier finden wir alle Sollstellungen. Und das hier wäre jetzt die Sollstellung für die Buchungsliste, die wir soeben erzeugt haben. Da haben wir also 194 Buchungen, die ihr per Lastschrift erwartet. Und wir haben hier insgesamt 4 Buchungen, die eben per Überweisung zahlen wollen. So ist das Ganze eben aufgeteilt. Was passiert, wenn ich jetzt eine dieser Sollstellungen lösche? Wenn ich jetzt zum Beispiel entweder gezielt oder aus Versehen eine Sollstellung lösche. Wenn ich diese Sollstellung lösche, wird diese in der Buchungskontrolle offene Forderungen entfernt. Wenn ich mir diese entsprechende Buchungsliste anschaue, unter Buchungen, Buchungslisten, dann werde ich merken, dass ich von vorher 4 nur noch 3 Überweisungen erwarte. Dieses Löschen von einer offenen Forderung macht man nur dann, wenn eine Forderung gänzlich uneinbringbar ist. Nur dann lösche ich eine offene Forderung. Wenn eine Forderung weiterhin einbringbar ist, also vielleicht, dass ich nur darauf warte, dann lasse ich die bestehen und lösche die nicht raus. Denn in diesen offenen Forderungen ist gespeichert, wie viel Geld wir von unseren Mitgliedern oder Partnern noch erwarten. Was ganz gefährlich ist, was ganz, ganz gefährlich ist, wäre jetzt zum Beispiel Folgendes. Sie sehen, ich warte auf einen Lastschrifteneinzug mit der Summe von 3.800 Euro. Sehen Sie das? Ja. Wenn ich in der Buchungskontrolle, ich habe jetzt mal so einen Zahlungseingang simuliert für genau 3.800 Euro. Wenn ich das jetzt verbuchen wollte, das ist jetzt schon mal ein bisschen vorgegriffen, dann würde ich das markieren, diese Gutschrift, würde unten sagen, ich will das einer Liste zuweisen, also Liste verbuchen. NetXP-Verein findet mir jetzt automatisch die entsprechende Liste über eben genau 3.800 Euro. Wenn ich das verbuche, ist der Kontoumsatz
weg in der Buchungskontrolle. Die entsprechenden Einträge in den offenen Forderungen sind auch alle weg und damit verbucht. Wenn ich jetzt aber Folgendes anstelle, dass ich auf Buchungskontrolle offene Forderungen klicke und jetzt aus welchen Gründen auch immer hier einen Lastschriftenteil nehme und lösche, also diese offenen Forderungen, die markiere ich jetzt als uneinbringbar. Indem ich die lösche, mache ich die uneinbringbar. Klick auf Löschen. Das würde natürlich jetzt zur Folge haben, dass in meiner Buchungsliste nur noch der Eingang von 3.440 Euro erwartet wird. Und nicht mehr 3.800 wie vorher. Entschuldigung, 3.380. Und nicht mehr 3.800 wie vorher. Was wiederum dazu führen würde, dass ich das Ganze jetzt zwar im ersten Moment verbuchen kann, das heißt, ich nehme jetzt den Sammlereingang über 3.800 Euro, klicke hier unten dann auf Liste zuweisen. Nur jetzt hat natürlich NetXP Verein nicht mehr die Möglichkeit, die entsprechende Buchungsliste zu finden, denn diese Beträge passen einfach nicht zusammen. Und wenn ich dann auch noch zusätzlich das Ganze verbuche, von mir aus als Jugendbeitrag Hauptverein, ist egal, diese Buchungsliste ausführe, dann sagt er eben auch, diesen Kontoumsatz wirklich mit der Buchungsliste über 3.380 Euro abschließen, obwohl ich 3.800 eingenommen habe, dann passiert eben Folgendes, und das passiert leider immer wieder. Dauert jetzt ein bisschen. Das war jetzt richtig bayerischer Kalm. Ja, verstehe schon. Sie verstehen inzwischen sehr gut bayerisch. Ja, ja. Okay, also das Ganze wurde jetzt verbucht, ich habe eine neue Buchungsnummer. Und was jetzt passiert, ist genau das hier. Er sagt, okay, ich habe einen Zahlungseingang von 3.800 Euro, konnte für insgesamt 3.380 Euro die entsprechenden Buchungen den entsprechenden Mitgliedern zuweisen. Mir bleibt aber natürlich jetzt ein Rest. Und diesen Rest kann ich diesen Mitgliedern nicht mehr zuordnen, weil er die Sollstellung in den offenen Forderungen eben von mir gelöscht wurde. Und wenn das hier passiert, dann bleibt mir keine andere Wahl, dass ich entweder eine Sollstellung mühsam wieder mir raussuche aus dem ganzen Mitgliederstamm, wer bezahlen hätte sollen, jetzt aber nicht bezahlt hat, oder ich das so mache, dass ich dann später diese Buchung nehme und den Restbetrag von 420 Euro direkt der Kostenstelle zuordne. Das würde aber bedeuten, dass ich buchhalterisch das Ganze richtig verbucht hätte. Moment, ich könnte doch jetzt aber auch bald als Buchungspartner das Mitglied angeben und dem jetzt nicht nur die komplette 420 Euro, sondern seinen Beitrag geben. Ja, dann schon, aber da müsste ich mal machen. Das würde aber auch dann wieder als Zollstellung laufen. Das müsste, richtig. Oder nicht? Das würde gehen, dass Sie zum Beispiel sagen, okay, das ist der Buchungspartner Zut, haben wir vorher rausgelöscht, Zut Hertha. Ja, ja, ja. Und ich will hier eine Beitragsbuchung haben. Ich weiß es leider nicht mehr, ich glaube 25 Euro musste die Zut Hertha bezahlen, also zu verbuchender Betrag. Verbuchen, nein, Entschuldigung, schließen. 35 wollten wir hier haben. Das geht schon, weil natürlich NetXP Verein immer noch weiß, ach, der muss seinen Beitrag noch zahlen, obwohl es keine Sollstellung gibt. Das geht schon. Jetzt hätte ich natürlich von meinen 3.380 Euro nur 3.415 Euro übrig. Aber da muss ich natürlich die Mitglieder wissen, die ich gelöscht habe. Problematisch wird es dann, wenn ich aber nicht weiß, welche Mitglieder ich gelöscht habe. Denn dann muss ich eventuell ist meine Zeit... Das ist klar. Aber es besteht die Möglichkeit, über diesen Weg, der zwar umständlich und nicht ganz so elegant, aber das eventuell mal gerade zu ziehen. Ganz genau. Und deshalb eben wirklich der gut gemeinte Tipp, löschen Sie niemals. Und nur wirklich im Äußersten, also da muss man wirklich genau wissen, was man macht. Löschen Sie niemals aus einem Lastschriftenteil, es soll natürlich lauter, Sekunde, da. Löschen Sie niemals aus einem Lastschrifteneinzug offene Forderungen. Denn beim Lastschrifteneinzug wird Ihnen jede normale Bank zuallererst mal diesen gesamt gewünschten Betrag gutschreiben. Und der wird dann mit diesen offenen Forderungen verbucht. Natürlich wird es auch passieren, dass Mitglieder ihre Beiträge zurückgeben.
also zurückgehen lassen, eine Rückbuchung erfolgt, ein Rückläufer. Das wäre ein Rückläufer. Genau, der muss aber in einer separaten Buchung eben hier unten separat verbucht werden. Also den muss ich wirklich als Rückläufer identifizieren. Das heißt, ich will von einem Mitglied 50 Euro, die Bank schreibt mir 50 Euro gut, das verbuche ich mit dem Lastschrifteneinzug. Dann bucht mir die Bank wieder 53 meistens Euro ab, das sind die 50 Euro Rücklassschrift plus 3 Euro Gebühr. Und die muss ich dann auch in einer separaten Buchung als Rückläufer verbuchen. Und das machen wir auch nächste Woche. Schön. Eine Frage noch, warum können die programmtechnisch nicht unterbinden, dass offene Forderungen bei Lastschriften nicht gelöscht sind, vom Programm her selber? Weil es, das könnte man ganz leicht, das wäre überhaupt nichts dabei. Das Problem ist aber, dass teilweise tatsächlich Lastschriften gelöscht werden müssen. Es gibt vereinzelt Banken, bei denen fordere ich eine Lastschrift an in Höhe von 10.000 Euro, vor allen Dingen mit SEPA. Die Bank merkt sofort, dass es 3 IBANs nicht mehr gibt, zieht mir 100 Euro ab. Dann bleiben 9.900 übrig. Und diese 9.900 übrig werden im Sammler tatsächlich dann gut geschrieben. Und in dem Fall muss ich die entsprechenden offenen Forderungen löschen, weil sonst bei Buchungsliste mit der eingehenden Geldsumme nicht übereinstimmt. Das ist der Punkt. Kann man sowas als Parameter setzen? Also, Leider nicht. Wobei das aber eventuell sehr gut anzutreffen. Also das Problem ist. Ich sag mal, die Masse. Das Problem ist immer die Masse. Die Masse wird sagen, offene Forderung bei Lastschriften nicht löschen, also setze ich einen Haken und der es tatsächlich braucht, der kann den eventuell rausnehmen, damit er das machen kann, der Verein. Das ist eventuell ein sehr guter Vorschlag, aber das kann man morgen mal diskutieren. Weil muss ich mit meinen Kollegen mal sprechen. Also natürlich ist es für uns total einfach, dass man hier das Löschen von offenen Forderungen, Lastschriften beziehen, unterbindet. Dass die einfach nicht mehr löschen können und fertig. Und das eben nur als Parameter für jeden Verein oder was weiß ich, für jedes Konto oder wie auch immer. Wie sie das. Oder vielleicht auch das Löschen ermöglichen mit extremen Warnhinweisen. Achtung, was jetzt passieren kann. Ja, weil dann, das ist auch Möglichkeit, ja. Dann wäre natürlich eben die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann trotzdem auf ja, ich will löschen klickt, dann muss er natürlich schon wirklich genau Bescheid, also da muss er sich dann wirklich sicher sein. Also da, das sind genauso Vorschläge, die sind, also mit so einem extremen, riesengroßen Warnhinweis, Achtung, willst du wirklich, und mit Text drunter, was jetzt genau passiert, das glaube ich, wäre fast in diesem Fall noch besser. Denn, ja, okay. Gibt es noch Fragen zu dem Thema, Herr Kalm? Sekunde. Nee, das war okay. Wunderschön, das war was Neues für mich.